Willkommen, meine Damen und Herren, im Hotel Andels. Und ich freue mich, obwohl der Terminkalender von dem Herrn ganz, ganz voll ist, er hat es trotzdem geschafft, macht mich natürlich sehr stolz. Ich freue mich, dass er hier ist. Grüß Gott, Herr Wowereit. Namen, Herr Walz. Also jetzt muss ich Ihnen mal ein Kompliment machen. Eigentlich duzen wir uns, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir machen. Ich glaube, das Du ist fast noch wieder geläufiger, oder? Also mir macht das nichts aus. Ja, okay. Wir duzen uns ja sowieso. So, okay. Und das können die Zuschauerinnen und Zuschauer auch wissen. Jetzt muss ich ein großes Kompliment machen. Alle Frauen und Freunde und Leute, die ich kenne, die also zum Teil aus New York, die kommen aus Italien, die kommen aus der ganzen Welt, die ziehen alle nach Berlin, weil sie sagen, ihr habt einen dollen Bürgermeister und er bringt die Leichtigkeit in die Stadt. Hast du das schon mal gehört, dass du die Leichtigkeit in die Stadt bringst? Na, wenn es so ist, dann freue ich mich natürlich darüber. Und du kennst viele Leute, das ist schön. Und meine Erfahrung ist auch, dass viele kommen wirklich nach Berlin, weil Berlin sich verändert hat, positiv verändert hat. Sehr positiv. Ist sehr international geworden und das freut mich natürlich. Aber ich bin natürlich ganz platt, dass sie immer sagen, das hat doch mit Herrn Wowereit zu tun. Naja. Finde ich ganz toll. Na und gut, wenn man natürlich eine Stadt auch mit dem regierenden Bürgermeister in Verbindung bringt und sagt, okay, der passt auch zu dieser Stadt, ist doch schön. Aber das hast du schon mal gehört, oder? Das habe ich auch schon mal gehört, aber es ist besser, wenn es natürlich ein anderer erzählt. Ja, ja, nee, das finde ich ganz, ganz klasse. Und da habe ich jetzt, fangen wir mal an, geboren bist du 53 in Berlin. Ach, da war ich schon lange da. 53 in Berlin. Und du bist Waage. Waage ist, sagt man ja nach, das ist eine ausgeglichen. Und Gerechtigkeitssinn. Und schönheitsliebend. Schönheitsliebend. Mhm. Gerechtigkeitssinn hast du denn auch? Habe ich schon, natürlich. Und das ist auch eins der wichtigsten Sachen. Wenn also irgendjemand da ganz ungerecht behandelt wird, das finde ich, da kann man auch rebellieren. Trotzdem, die Waage ist zwar ausgeglichen, aber sie hat durchaus auch Schwankungen. Also es kann auch mal Glaubst du denn an Horoskop? Liest du dein Horoskop manchmal? Ganz selten, aber ich amüsiere mich schon mal darüber. Und früher im Skiurlaub habe ich immer mal das Horoskop genommen und dann immer meine eigene Geschichte daraus gemacht. Und die Leute wussten immer nicht so richtig, steht das da drin oder steht das nicht da drin. Also ich habe das auch gerne variiert. Mir hat ja eine Wahrsagerin gesagt, dass ich 84 werde. Und da wurde ich gefragt, stört dich das nicht? Ich habe gesagt, nee, ich habe die Wahrsagerin gewechselt. Die mir was und die Neue, was sagt jetzt die Neue? Die sagt, es ist kurz nach 90. Aha. Also bin ich ganz glücklich. Und du bist ja gläubig, gell? Na, also ich glaube natürlich. Du bist römisch-katholisch? Ich bin römisch-katholisch. Also ich bin jetzt nicht der Kirchgänger, der da jeden Tag in die Kirche geht. Aber ja, man glaubt. Und das ist aber privat. Du warst jetzt, letztes Mal wurdest du gesehen, im Kardinal bei der Beerdigung, gell? Mhm. Und da haben Leute gesagt, also Herr Wowereit, der Bürgermeister, kennt sich da gut aus und alles. Also du wirst da immer beobachtet. Nervt dich das manchmal? Na gut, das gehört zum Amt dazu. Wenn man in der Öffentlichkeit ist und die Kameras an sind, dann kann man nicht denken, dass man da ganz alleine ist. Also man muss schon irgendwie immer sich unter Kontrolle haben, weil man hat natürlich auch bei so einer 2,5-stündigen Requiem da im Dom, hat man natürlich dann schon auch Momente, wo man vielleicht dann nicht immer nur in der Kamera sein möchte. Wie war denn dein Verhältnis mit deinen Geschwistern? Ja, wir sind ja eine große Familie. Also ich bin ja der letzte Mohikaner. Mutter war ja schon doch ein bisschen älter, hatte aber 4 Kinder schon vorher gehabt. War eine typische Kriegerwitwe, die dann ihren ersten Mann verloren hatte im Ersten Weltkrieg, dann aber sich selbst sich durchgebissen hat und kämpfen musste. Sie war eine emanzipierte Frau, ohne dass das eine programmatische Aussage war. Die Frauen dieser Generation, die teilweise ohne ihre Männer hier auskommen mussten, die Kinder großziehen mussten, dann Deutschland auch aufgebaut haben, die waren emanzipiert, weil sie es mussten. Und sie haben dadurch ihre Lehren gezogen. Sie ließen sich dann anschließend auch nicht mehr von den Männern irgendwie was sagen, sondern sie waren dann in der Tat mindestens gleichberechtigt. Hattest du eine schöne Kindheit? Ich hatte eigentlich eine schöne Kindheit. Wir hatten einen großen Garten gehabt, ich konnte spielen. Wir hatten auch eine Umgebung, wo man sich etwas erarbeiten konnte. In welcher Gegend bist du denn aufgewachsen? In Lichtenrade. Und da kenne ich noch das Haus sogar. Ne? Und da waren noch viele Sachen, wo Felder waren einfach, wo heute Häuser stehen. Also man hatte einen Freiraum gehabt. Das ist natürlich für Kinder was ganz Schönes. Was denkst du, wenn deine Mutter, ich denke oft an meine Mutter, komischerweise, ich habe die sonntags immer angerufen
Und jetzt denke ich manchmal, ruf mal Hilde schnell an. Denkst du oft an deine Mama oder denkst du an besonders schöne Sachen? Ja, und doch immer wieder mal. Natürlich auch immer zu bestimmten, ja, gut gekocht sowieso. Aber einfach eine tolle Frau, die es nicht leicht hatte, die aber immer gekämpft hat und die auch einen besonderen Humor hatte und Durchsetzungsvermögen. Also sie war nicht einfach, das kann man auch nicht sagen. Sie wusste, was sie wollte. Aber sie hat wirklich viel, viel geleistet und ich bin ihr unendlich dankbar, dass ich auch studieren konnte, ja. Abitur überhaupt machen konnte. Toll. Das wäre ohne ihre Hilfe nicht möglich gewesen. Hast du denn, als du studiert hast, hast du den Nebenjob noch gehabt? Wie hast du dein Geld verdient? Was hast du gemacht? Schon als Schüler. Ich bin zum Gartenbauamt gegangen, habe dort als Gartenbauarbeiter gearbeitet. Ich bin Brot ausfahren gewesen und habe auch in der Telefonzentrale gearbeitet. Aha. Und bin Arzneimittel ausgefahren. Also all solche Sachen. Habe dann fahrbaren Mittagstisch gemacht bei der Arbeiterwohlfahrt beispielsweise. Ah, ja. Also ganz unterschiedliche Sachen, um natürlich immer etwas dazu zu verdienen. Also das finde ich ja toll. Aber ich sage nochmal, wir sind wirklich stolz, dass wir dich haben, gell? Und wir wollen dich weiter haben. Das ist schön. Wir sind alle ganz stolz. Lass uns über Berlin reden. Ich habe heute Morgen habe ich was gelesen, 20 Kilometer in der Stadt, im Flughafen Tempelhof, habe ich gehört, oder sagen Leute, wird Salat angepflanzt. Ich sage, will irgendjemand ein Biotop aus Berlin machen oder ist das alles Quatsch, was die schreiben, die Leute? Nein, das ist natürlich nicht das Ziel und das Tempo 20 ist völlig falsch verstanden worden. Okay. Es ging jetzt um ein Fußgängerkonzept und da ist auch gar keine Zahl genannt worden. Das hat irgendjemand so interpretiert. Fakt ist, dass wir bestimmte Bereiche haben. Nehmen wir mal den Bereich am Checkpoint Charlie. Da sind so viele Touristen, da sind ja, so viele klar. Fußgänger. Ja, da kann man sowieso auch heute eigentlich nur im Schritttempo fahren. Und da muss man sehen, dass man das in eine Regelung hineinbringt. Aber ich sage ganz deutlich, auf den Hauptverkehrsstraßen. Ja. Da kann man nicht überall Tempo 30 machen. Ich halte das auch für verrückt. Ich bin der Auffassung, dass man eine Stadt nicht autogerecht bauen kann, weil das geht heute nicht mehr. Aber man muss auch nicht künstlich Schikanen einbauen. Wir haben noch eine relativ komfortable Situation in dieser Stadt. Und das bedeutet, wir wollen guten öffentlichen Nahverkehrssystem ja. haben. Da muss eine Alternative da sein. In ja. Berlin braucht nicht jeder ein Auto, sondern es gibt attraktive Angebote, ist richtig, als Alternative. Und wer aber ein Auto partout haben will und es auch braucht, der soll es auch fahren können. Ja. Und dann habe ich die nächste Frage. Viele Leute sagen, wann wird Tegel geschlossen? Ja, Tegel wird geschlossen natürlich, wenn der neue Flughafen Berlin-Brandenburg Willy Brandt in Schönefeld eröffnet wird. Das wird am 3. Juni des nächsten Jahres sein. Und dann ist tatsächlich am 3. Juni Tegel geschlossen. Dann wird da kein Flieger mehr da starten und landen. Aber ich meine, das geht von heute auf morgen, in der Nacht. Schade, weil das ist so ein bequemer Flughafen. Und ich meine, viele Leute sagen, London und Paris, die haben auch zwei Flughäfen. Ist das zu teuer oder was ist das? Na, aber erstens sind da viel mehr Passagiere. Also ja? London hat, glaube ich, ein Passagieraufkommen von 130 Millionen Passagiere. Wir sind jetzt bei 22 Millionen. Wir wollen natürlich auch mehr haben, das kann man nicht vergleichen. Aber ich glaube, die Debatte, die ja jetzt über die Flugrouten geführt worden ist, die zeigt ja ganz deutlich, dass unsere Entscheidung richtig war, die innerstädtischen Flughäfen zu schließen, Tempelhof und Tegel. Ja. Weil wie sollen die Flieger reinkommen, wenn sie nicht über Berlin dann fliegen? Jetzt regen sich ja schon sehr viele Leute darüber auf, dass sie am Rande, wenn Schönefeld dort eröffnet wird, dass sie betroffen sind. Und natürlich ist die Betroffenheit in Tegel um ein Vielfaches höher, als jetzt in Schönefeld es sein wird. Und deshalb wollen wir damit Menschen entlasten. Und bei allen Debatten, die da kommen, auch Protesten, wird immer vergessen, dass ja Hunderttausende von Menschen entlastet werden, die in den letzten Jahrzehnten den Fluglärm ertragen haben. Weil sie auch wussten, wir brauchen einen Flughafen, die aber auch heute heilfroh sind, wenn dieser Fluglärm vorbei ist. Aber ich denke mal, wenn du das so sagst, dann ist es einfach verständlich. Manchmal müsste man den Bürgern vielleicht das mal richtig erklären. Kann das sein? Weil viele Leute reden ja wirklich in dem Sinn einen Quatsch und sagen, das verstehen wir alles nicht. Vielleicht sollte man das den Leuten wirklich erklären. Wir versuchen das ja zu erklären. Es gibt viele Veranstaltungen, wo wirklich die Fachleute auch deutlich machen, worum es geht. Aber eins ist klar, wenn man stadtnah einen Flughafen haben will, und das ist Schönefeld. Schönefeld ist stadtnah oder fast Stadt. Also ich fahre Viertelstunde von mir aus, von Schmargendorf. Richtig. Und so toll. Ja, ist toll einerseits, aber dadurch sind Menschen auch betroffen. Das muss man sagen und das wird nicht zu lösen sein. Natürlich werden auch die Flugzeuge leiser und es muss auch
so sein, dass die Fluggesellschaften jetzt neues Material kaufen. Die bestellen ja auch neue Flugzeuge, die sind wesentlich leiser als die alten. Wird Nachtflugstopp geben? Es gibt ja ein Nachtflugverbot zwischen 0 und 5 Uhr. Und wir wollen, dass in den Randzeiten, also zwischen 22 und 0 Uhr und zwischen 5 und 6 Uhr, so wenig Flugzeuge wie möglich fliegen. Aber wir brauchen auch Kapazitäten, damit man tatsächlich auch internationale Verbindungen machen kann. Wir können doch nicht hinnehmen, dass Berlin ein Provinzflughafen wird. Das wollen wir nicht und das geht auch nicht. Ich habe komischerweise mit Sabine Christiansen gesprochen und wir sprachen darüber und sie sagte, irgendwie wird es trotzdem nicht so international. Ist das so? Na doch, das wird internationaler. In Europa sind wir wirklich super angebunden, auch jetzt schon. Aber uns fehlen diese Langstreckenverbindungen, also nach Asien und nach USA. Ja. Wir haben einige jetzt schon, aber es wird dann besser werden. Das kommt nicht automatisch, da muss der Bedarf auch da sein. Aber der steigt ja in Berlin. Und natürlich wollen wir international gut angebunden sein. Das liegt daran, dass viele Investitionen an Berlin vorbeigegangen sind, weil internationale Firmen, die brauchen auch gute Verbindungen. Da haben die gesagt, gehen wir lieber nach München oder nach Frankfurt. Ja. Berlin bietet diese Verbindungen nicht. Jetzt werden wir sie schaffen können. Und das bringt Arbeitsplätze. Wird das so? Das wird so, da bin ich ganz sicher. Und das schafft Arbeitsplätze und die brauchen wir dringend. Ja, das ist natürlich dann ganz toll. Also das finde ich schon der Hammer. Weil wirklich viele Leute sind immer falsch orientiert und mit den Flugrouten, ich meine, irgendwo muss ja ein Flugzeug auch hinfliegen. Gell? Ja gut, das ist manchmal ist das schwer verständlich zu machen. Aber es ist so und dann muss man auch abwägen. Man muss abwägen das Einzelinteresse gegen das Gesamtinteresse. Und wie gesagt, auf der einen Seite werden Hunderttausende von Menschen entlastet, okay. Es werden andere neu belastet und das wollen wir so gering wie möglich halten. Aber eine Belastung wird es geben, die lässt sich nicht ausschließen. Aber so wie du es erklärst, ist es für mich einleuchtend. Ich habe vielleicht auch immer rumgemeckert, aber jetzt meckere ich nicht mehr. Das hat schon mal geholfen. Meine Damen und Herren, bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück.